Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von Transport Fever 2 hier in der Region Düsseldorf. Deswegen das ganze Showbild, was ihr hier seht. Aber wir haben natürlich viele andere Städte auf dem Plan und wir haben beim letzten Mal eine riesen Produktionskette gestartet. Letztendlich, um Düsseldorf nur mit Maschinen zu beliefern. Und ja, da hängt eine ganze, ganze Menge dran. Wir haben noch einiges zu tun. Wir müssen jetzt mal checken, wie das läuft. Deswegen gehen wir mal rein ins Spiel. Und zwar habe ich hier nicht ganz unbewusst das Wuppertaler Stahlwerk mit einem U und zwei P, bitte der Herr, aufgerufen, weil wir sehen hier, dass zwar Kohle da ist, aber nicht genügend Erz da ist, Eisenerz. Und jetzt gucken wir mal, wo unser Wägelchen ist. Das kann man übrigens auch hier relativ schnell dann sehen. Wo ist der Zug? Der ist hier auf dem Weg, um Erz zu holen. Hat 104 geladen. Das ist ja schon mal schön, aber das hatten wir beim Ende des letzten Videos ja gesehen. Hier bei unserem Erzlager lagern mal eben satte 385 Tonnen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist viel zu viel. Und jetzt machen wir mal eine Sache, das habe ich auch noch nicht gemacht, weil ich es auch noch nie gesehen hatte. Vielleicht ist das neu. Man kann anscheinend mit diesem Gebäude hier, seht ihr, was da steht, großes Hauptgebäude mit Straßenzugang für Güterbahnhof, bietet Kapazität für 80 Gütereinheiten. Jetzt mal schauen, ob da das Ganze dann besser wird. Das war jetzt so meine Idee daraus. Wir bauen einfach mal und schauen, hier haben wir ja auch den Platz. Dann machen wir, achso, das ist natürlich doof, die Straße, ja, die muss aber so weit gehen. Oder sollen wir das auf der anderen Seite bauen, weil die kleinen passen wahrscheinlich dann schon hier hin. Ja, nee, auch nicht. Höchstens hier so ein kleines Nebengebäude für 20 hier so. Na, wir können das ja mal vollpflastern, weil hier kriegen wir sowieso nichts anderes hin. Aber wir wollen erstmal nochmal schauen, was sich dann da auch verändern kann. 385 Ausrufezeichen. Mal gucken, ob sich da irgendwas verändert, weil das muss man ja dann sehen kann. Wenn man genug macht, geht das Ausrufezeichen weg, ne? Zack, 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 zack. Ob schön oder nicht schön, ist egal. Aber das Ausrufezeichen ist weg, also scheint wirklich an da was dran gemacht zu haben. Wobei, das sieht natürlich alles andere als schön aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wenn das immer wieder diese kleinen Kerlchen sind. Ich würde sagen, das reißen wir wieder ab. Was soll der... Oh, nicht das ganze Ding. Abriss bestätigen, nein. Ach ja, da muss man, glaube ich, über den Bahnhof gehen. Kann das sein? Konfigurieren und dann abreißen. Ja, und dann kriegt man die kleinen Dinger weg. Und dann bauen wir uns nämlich direkt, weil das war ja, wenn wir richtig aufgepasst haben, nur 20. Dann bauen wir uns doch direkt so große. Da müssen wir so wirklich, vielleicht bringt das was, dann machen wir es doch auf der anderen Seite. Komm. Wie kommen wir denn darüber? Weiß ich auch nicht. Bin da so gerade transportfiebertechnisch eingestellt. Da musste man ja jetzt eine Brücke bauen. So, jetzt machen wir mal drei. Dahin sind ja wohl genügend. Und jetzt kann man, ja, rein theoretisch kann die Straße jetzt von hier hinten kommen, aber hier muss ja eigentlich auch nichts hin. Ne? Man hat jetzt nur, dass hier nichts verloren geht und die Kapazität größer ist. Finde ich aber auf jeden Fall gut. Sieht aber doof aus da vorne, deswegen machen wir noch eins dahin. Zack, komm, oder? Und die haben 30, die haben 60, das ist ein bisschen schmäler. Guck mal, das können wir hier am Ende jeweils eins von denen machen. Dann haben wir doch jetzt hier genug. Was aber natürlich nicht das primäre Ziel ist, Leute. Wir müssen natürlich abtransportieren. Noch mehr abtransportieren. Geht jetzt, dass wir entweder einen zweiten Zug einstellen oder dass wir den vorhandenen Zug vergrößern. Und da fangen wir jetzt mal an. Ich habe ja gesagt, wir müssen uns hier viel angucken und viel dann entscheiden. Und das machen wir jetzt mal hier. Tuff, tuff. Wenn der nämlich zurückkommt, wo ist denn eigentlich das Depot? Ich glaube, der kommt ja hier. Genau, der kommt am Depot vorbei. Dann sagen wir ihm mal, wir machen mal ein bisschen schneller. Wir wollen ja auch weiterkommen. Ich habe nämlich mir dann natürlich angeschaut, was wir als nächstes machen wollen. Und wir wollen ja nicht nur Ware transportieren, wir wollen auch Menschen transportieren. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und wenn der jetzt hier ist und wenn wir das alles erledigt haben, dann würden wir nämlich gerne noch einen weiteren Bahnhof anschließen. So. Der bringt jetzt 104, dadurch macht er nämlich was fertig. Was macht der hier? Der bringt das Stahl dann rüber. Und weil der nicht genug Stahl macht, haben wir natürlich auch nicht genügend Maschinen oder nicht so viele, wie wir haben könnten. So, jetzt mal eben Stopp, weil ich möchte ihn ja eigentlich ganz gern hier drin haben. Das haben wir aber nicht richtig geplant, sehe ich gerade, weil wir nämlich gar nicht von dem rechten Gleis hier rüberkommen. So. Und ich glaube auch, dass dieses Signal hier ja sagt, dass es quasi eine Einbahnstraße ist, oder? Nee, eigentlich dürfte das nicht sagen. Werden wir jetzt sehen.
Wir werden einmal. Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir. Kommen wir hier mit drüber? Oder ist die Krümmung wieder nicht so, wie du das möchtest? Na, hier ist die Krümmung schon mal nicht gut. Weil hier sind ja irgendwo Signale. Da. Da ist die Krümmung in Ordnung. So. Dann Signale. Jetzt müsstest du warten. Das tust du aber schon. Wenn sich da einer drin befindet, dann ist doch schon alles in Ordnung. Ja, das ist schon okay. Dann könnten wir ihn jetzt sagen, er soll reinfahren. Mal gucken, ob er das findet. Ins Depot fahren. Unterwegs zum Depot, sagt er. Dann sollte er das doch jetzt hier finden und das nicht als Einbahnstraße sehen. Vorhin, also was heißt vorhin? Beim letzten Mal ist er ja auch hierhin rausgefahren. Das sollte er ja eigentlich auch nicht tun. So. Jetzt setzen wir ihm nämlich noch ein paar Waggönge dran. Waggons. Keine Ahnung. Noch ein paar Wagen dran. So, das heißt, den bearbeiten, den umbenennen wollen wir ihn nicht. Wie war das denn nochmal? Ach, hier glaube ich. Gewähltes Fahrzeug ändern, genau. Und dann brauchen wir noch ein paar von diesen Cargo-Dingern. Das sind ja welche, die. Ich würde mal jetzt sagen, dass er noch 4 vertragen kann. Das haben wir jetzt leider nicht geprüft. Denn nachher, wenn der nachher zu lang ist, dann ist auch doof. So, jetzt kann er aber wieder raus. Was war's? Er musste sich um Eisenerz kümmern. So. Dann gucken wir mal, wie er jetzt fährt. Eigentlich darf er jetzt links rumfahren. Er will ja. Wo will er hin? Er will zum Stahlwerk Düsseldorf. Wuppertal. Ah, jetzt haben wir das wieder ein. Ja, mit diesem elektrisch, nicht elektrisch. Ja, jetzt fährt er wieder falsch. Weiß auch nicht, warum er das macht eigentlich. Wir können natürlich jetzt wieder Folgendes machen. Wir können jetzt sagen, zack, stopp. Wir können hier wieder ein Gleischen hinmachen. Dass er von dem Gleis hier rüberkommt. Das ist nur für die manuelle Geschichte. Wenn er das jetzt immer macht, ist das natürlich blöd. Deswegen, dann musst du hier nochmal stoppen. Wenn ich den hier runter schicke. Genau, jetzt kann ich den nämlich umdrehen lassen. Und jetzt fahren wir ihn weiter. Und jetzt fährt er auf sein richtiges Gleis. Und dann folgen wir ihm wieder. Und gut geht's. Jetzt gibt es einen Volvo 5000 als Bus. Ist ja auch schön. Jetzt heizen wir mal durch. Das habe ich jetzt gesehen. Weg damit. Und jetzt gucken wir mal, ob die Länge ausreicht. Hier wird er natürlich durch diese Geschichte hier sehr langsam. Ich habe mir die Ecke auch angeguckt übrigens. Wenn wir nämlich nach Neuss wollen eventuell und die gleichen Gleise nutzen wollen, dann müssen wir natürlich an diesem Ding vor allem was tun. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt können wir erstmal, wie viel sind jetzt hier? 558, aber guck mal, kein Ausrufezeichen. Also läuft, ne? Und wir hätten noch viel, viel mehr Platz gehabt. 416 hat er aber jetzt. Denn wir müssen ja auch gucken, ob er überhaupt, ob die Kapazitäten dann letztendlich im Eisenwerk oder im Stahlwerk in dem Fall überhaupt ausreichend sind. Also, wenn wir dann nachher nicht genügend Kohle bringen, dann bringt es uns auch nichts, wenn wir da jetzt abdampfen ohne Ende. Ne? Dann fehlt dann wieder Kohle, müssen wir Kohle wieder lagern, liefern. Ja. Ist ein bisschen schnell unterwegs, ne? Aber entgleisen tut uns nicht. Die Wupper, oh ne. Wie nennen wir den Fluss eigentlich? Ich meine, wir haben Duisburg da oben, wir haben Düsseldorf. Muss ja dann der Rhein sein. Ne? Und Köln ist ja unten auch vertreten. Denn ich möchte euch gleich mal zeigen, wie ich die Zugverbindung machen möchte. Also sprich, ich habe immer ganz gern einen Zug, der quasi die ganze Map von oben nach unten durchfährt. Nicht alle Städte, aber einmal so von Norden in den Süden. Passt nicht immer hundertprozentig, weil die ja immer auch anders stehen, die Städte. Aber ich habe es mir angeguckt, das kriegen wir hin. So, hier sind wir schon. Ja, hier bist du schon. So, jetzt passt du auch hier hin, hier passt du auch wunderbar hin. Und jetzt liefern wir nämlich, guck mal hier, 148, das passt ja jetzt im Verhältnis schon, das müssen wir uns auch wieder mal beobachten. Aber jetzt können wir mehr Stahl herstellen, was wiederum bedeutet, dass wir dann natürlich mehr Stahl zum Maschinenfabrik bringen, denn das brauchen wir hier, Holz haben wir genug. Jetzt brauchen wir Stahl, also Bretter sind das, ne? Bretter, Stahl, damit wir mehr Maschinen herstellen können. So, das ist der ganze Kreislauf. So, das haben wir jetzt erstmal angestoßen, ist schön. Jetzt gucken wir uns aber trotzdem, wie vorhin noch gesagt, mal an, wie viel denn hier so rumliegt.
Retter 71, das ist okay. Haben wir vielleicht zu viel hiervon? Nee, da ist alles gut. Das kann man übrigens, glaube ich, auch bei den Industrien leichter sehen, ne? Produktion, Transport, 100%, genau. Man könnte jetzt sagen, hier in im Kohlebergwerk liegt wahrscheinlich zu viel. Da sehen wir es nämlich schon, weil nämlich der Transport nur bei 52% liegt. Ja, dann müssen wir uns natürlich hier auch drum kümmern. Kohle, Kohle, Kohle. Kann man hier auch so ein Häuschen dran machen? Ach, guck mal, wie süß. Für 75 Einheiten. Das ist wirklich neu. Also ich kenne es noch nicht. Dann muss das mit irgendeinem Upgrade gekommen sein. Ja, dann lass uns doch mal hier zwei Häuschen setzen. Dann ist das doch schon mal schön. Sieht ja auch nice aus in dem Fall. Aber was natürlich hier fehlt, ist definitiv noch LKWs. Und da lassen wir ruhig mal wieder laufen, denn wir werden jetzt hier die Fahrzeuge verwalten, werden uns noch 175. Wie viel kann der transportieren? Dann machen wir nochmal drei dazu. Die drei klonen wir. Und wir müssen dann immer wieder auch den Unterhalt uns anschauen. Und irgendwann, der kann ja nur 21 liefern, irgendwann kriegen wir auch bessere LKWs. Habe ich aber jetzt nicht mitgekriegt, oder war das schon so? Bessere Kipper. Ne, Kipper sind noch keine neuen da. Was ist das denn für ein Ding? Oh, wie süß. Die Boeing. Die Boeing wollen wir auch noch nicht machen. So, jetzt kommen die drei neuen an. Und durch unsere zwei wunderschönen Häuschen geht hier nichts mehr verloren. Der Transport müsste jetzt besser werden. 55%, aber gut, es liegt ja jetzt daran, dass die erstmal loslegen müssen. Das finde ich wesentlich besser, als wenn man im anderen Spiel, also bevor das hier war, hatte man hier ewig lange Dinger. Da fahren die natürlich auch so rum. Also finde ich persönlich jetzt nicht so schön. Das ist so schöner. Wir könnten noch mehr LKWs machen, aber wie gesagt, das Verhältnis muss ja immer stimmen zu dem Stahl. Und da gucken wir nochmal eben, das war ja hier, ne? Oh ne, das ist schon die Maschinenfabrik. Da, hier ist es. Ja, jetzt fehlt wieder Erz, aber er kommt gerade. Ne, er kommt nicht, das war ein LKW. Wo ist denn jetzt unser Tuff-Tuff? Doch, da kommt er wirklich gerade. Es ist immer noch zu wenig. Es ist zu wenig. Aber der Zug ist natürlich jetzt schon sehr lang. Geht länger. Um wie viel länger? 1, 2, würde ich mal schätzen, 4 Stück länger. Können wir den nochmal reinholen? Ja, das Verhältnis stimmt dann immer wieder. Ist aber relativ schnell dann noch abgedroschen. Hau mir doch nicht ab. So, stopp. Stopp. Oh, jetzt bin ich schon vorbei. Ist aber nicht schlimm. Wir können ihn da hinten zurückdrehen. Ich habe nämlich gerade das Kreuzchen noch gesehen. So, stopp. Jetzt sollst du ins Depot. Ah ja, guck mal, hat sich schon gedreht. Weil hier war nämlich auch eine Möglichkeit reinzufahren. Hier. Und dann nutzt er das Ding hier. Ist ja crazy. Gut. Im Teufel liegt der Detail. Oder das Detail liegt im Teufel. Den Zug wollen wir bearbeiten und wir wollen nochmal 1, 2, 3, 4. So, dann ist aber auch gut. So, dann kannst du wieder raus. Eisenerz, zack, raus. Und jetzt muss ich dich wahrscheinlich wieder drehen. Weil du Depp ja zwar links reinfährst, aber nicht links rausfährst. Was ist er denn? Hat er jetzt gehupt? Hat er uns angehupt? Brech zusammen. So, den müssen wir wieder drehen. Wenn er denn über dieses Gleisstückchen ist. Ja, das ist ein bisschen unrealistisch, schon richtig. Aber manchmal muss man auch ein bisschen betuppen. Also nicht im Leben, sondern im Spiel nur. Ja, eigentlich auch nicht im Spiel, ne? Ist richtig. So, das stimmt alles. Dann gucken wir uns nochmal hier die Industrie an. Da war jetzt auch noch nicht alles rund. Die Maschinenfabrik, da ist der Abtransport nur bei 73%. Aber da ist eigentlich alles im Lot. Also der braucht Stahl. Ja, okay, da arbeiten wir ja gerade dran. Das ist, glaube ich, alles so ein Geschichtchen. Kohle haben wir schon gemacht. Guck mal, das wird ja jetzt auch besser. Ne, ich glaube, das ist alles erstmal gut. Das können wir uns nachher nochmal angucken. Lieber kümmern wir uns jetzt um was Neues.
Wie gesagt, ich wollte euch zeigen, wie ich fahren möchte. Also Düsseldorf-Ratingen, klar, das ist ja jetzt so eine Achse, ne, letztendlich. Und ich würde dann jetzt mal hier Düsseldorf-Ratingen, Oberhausen, Duisburg, dann wenn wir einmal hier so, man wird ja auch eine große Stadt, Gelsenkirchen. So, das ist so diese Gelsenkirchen, Duisburg, ich gehe mal komplett durch, Oberhausen, Ratingen, Düsseldorf. Ja, da ist jetzt die Frage, ob Neuss oder Solingen. Grundsätzlich wäre ich eher für Neuss, weil wir nämlich dann nach Leverkusen und letztendlich nach Köln kommen. So, das soll der ganze, die ganze, ich sage jetzt mal RE1 werden, kann auch anders heißen, keine Ahnung. Ja, das ist für mich immer so eine Sache, das finde ich ganz schön. Und dann finde ich eben, wenn wir jetzt mal hier rüber gucken, so zum Beispiel, da hatte ich mir auch schon angeguckt, Lüdenscheid-Gummersbach. Man könnte hier zum Beispiel so eine S-Bahn Gummersbach-Lüdenscheid-Fellbad machen. Und von mir aus auch. Naja, geht eigentlich auch bis Herne, Bochum, also das geht auch da hoch, ne? Jetzt mal als Beispiel Fellbad und dann könnte man eine S-Bahn Fellbad, Mettmann, Düsseldorf machen zum Beispiel oder Wuppertal, Düsseldorf. So, dass wir immer wieder verbinden, die Geschichten, das wäre die Idee. Und die erste Idee war jetzt eben Neuss zu verbinden, deswegen war ich gerade noch am Zweifeln, Solingen auch ganz nett, aber ja, da wäre jetzt zum Beispiel, ja, ist eigentlich blöd, ne? Wenn man jetzt hier so Solingen, Remscheid, Gummersbach, Lüdenscheid, alles wunderschön, aber dann Velbert, und wenn man hier umsteigen lassen würde, Velbert, Mettmann, Düsseldorf, dann wohnen die eigentlich ganz nah, müssen aber hier diesen Weg fahren. Würde keiner in Kauf nehmen, sage ich jetzt mal. Insofern müsste man eigentlich von Düsseldorf nach Solingen runtergehen, aber dann haben wir Neuss nicht angebunden, ne? Aber Gladbach, Neuss, Düsseldorf wäre ja jetzt dann wiederum eine schöne kleine S-Bahn. Die S-Bahn gibt es noch nicht, ne? Weil die finde ich echt wirklich nice. Da sind wir. Fahrzeug kaufen. Oder doch, natürlich gab es die. Oder? Habe ich das geträumt? Ne, die gibt es noch nicht. Die kommen hoffentlich bald. Weil das wäre dann eigentlich wär eine Möglichkeit, ne? Diese Verbindung hier herzustellen. Das können wir ja auch erstmal, muss ja nicht mit der S-Bahn sein. Komm, wir machen das, weil ich habe Spaß daran, dieses Nadelöhr hier, also diese Schiene hier mitzunutzen. Ne, hier so. Aber wir werden irgendwann auch natürlich hier drüber gehen müssen. Wenn wir dann Solingen weitermachen, Solingen, Leverkusen, Köln, ja, das wäre eigentlich so richtig. Ich glaube, so fährt auch diese RE48, heißt der, glaube ich. Ne? Fährt er nicht Wuppertal, Solingen, Leverkusen, Köln? Das wäre eigentlich dann nice, wenn wir das machen. Da verbinden wir nur Wuppertal mit Düsseldorf sozusagen als eine Geschichte. Oder wir starten, das ist doch noch viel nicer. Aber da muss der wieder zurück, das wäre doof. Ich hatte gerade gedacht, Wuppertal, Düsseldorf, Neuss. Aber dann fährt er hier einmal rein und wieder raus. Das mag ich eigentlich jetzt erstmal nicht so. Nee. Wir verbinden jetzt erstmal Wuppertal mit Düsseldorf mit Neuss, weil wenn man sich auf die Ziele auch mal anschaut, wer denn wohin möchte, dann sind hier natürlich auch schon ein paar. Letztendlich wollen übrigens sehr viele nach Krefeld. Ja, das kann man dann aus Ratingen raus machen. Krefeld, Düsseldorf, Solingen auch. Aber Krefeld sind doch die meisten. Aber wie kriegen wir denn Krefeld jetzt angebunden? Das ist noch wieder die nächste Frage. Wir machen jetzt diese Neuss-Geschichte. Ich hab jetzt dreimal gesagt, jetzt machen wir es auch. Komm. Und dann gehen wir nachher nach Gladbach rüber. So. Das wäre die Idee. Hat natürlich alles auch wie sagt man, na, die Konsequenz, dass wir dann auch wieder Busse bauen müssen, weil sonst kommt ja keiner zu den Bahnhöfen. Ne? Das ist uns, glaube ich, allen durchaus bewusst. Legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Und zwar müssen wir natürlich erstmal aus Düsseldorf hier rauskommen. Und dann ist die Frage, ob wir hier vorne rumkommen. Also wir können hier drauf, ja. Wir haben aber hier dann vielleicht ein Nadelöhr, weil wir natürlich hier sollte also wenn übrigens sehr, sehr in der Nähe sein. Ah, das ist natürlich so eine Sache, ne? Wir fahren jetzt, ja doch, letztendlich fahren wir mal einfach hier raus. Und zwar aus Gleis 1 und 2 haben wir ja schon. Aus Gleis 3 und 4 werden wir einfach mal hier rausfahren. Übrigens hat die Stadt sich ja auch schon einiges um einiges entwickelt. Hier vorne müssen wir auch die Straßen mal wieder
so machen, wie sie sein sollen. Wir fahren einfach mal hier so gerade raus. Und was jetzt die optimale Geschichte wäre, ist, machen die Signale mal hier weg. Und wir müssen ihn mal eben hier durchfahren lassen, sonst sehe ich gleich schon kommen, dass er irgendwie hier so seinen Weg nicht findet. Da kommt schon wieder der nächste, aber den können wir gerade anhalten. Ups. Ja. So, wo bist du jetzt? Da bist du. Und da bist du Gleis. So. Wird natürlich alles sehr langsam, auch das ist mir bewusst. So. Dann kommen wir lediglich so hier aus der Nummer wieder raus. Wir gucken mal eben, ob das jetzt so... Letztendlich funktioniert das, ne? Das ist keine Frage. Da müssen wir halt hier uns wieder ranschmiegen. Da freue ich auch ein bisschen schneller werden, das Ganze. Deswegen gucke ich jetzt gerade auf die Kilometer pro Stunde. So, und dann könnten wir ja hier schon zurückfahren. Ja, grundsätzlich... Ups, Warnung nicht, sondern das hier. So, wäre grundsätzlich angedockt. Wir müssen natürlich jetzt hier signaltechnisch Einbahnverkehr. Gibt's auch. Ach, doch. So, das bleibt benein. Wir müssen natürlich hier aufpassen, wenn da jemand ist. Das ist klar. Hier, du darfst wieder. Du darfst ab hier wieder Hackengas geben. Du musst aber hier aufpassen, dass sich auf diesem Weg keiner befindet. Und dann ist das alles in Ordnung. Genauso den haben wir hier gesetzt. Und der hier rauskommt, muss natürlich auf die ganze Chose warten. Und du darfst ab hier wieder Hackengas geben. Ja, dann ist das erstmal so geklärt. Ob das jetzt schön ist oder nicht schön ist, ist die andere Frage. Aber er könnte jetzt diesen Streckenabschnitt nutzen. Komplett und könnte jetzt hier, wird es wie gesagt ein bisschen schwieriger. Wir könnten jetzt direkt hier nach und deswegen müssen wir auf dieser Stelle auch mal eben das Signal wegnehmen, wo wir ihm sagen, er dürfte Hackengas geben, aber wir müssten jetzt, ne, Signal nicht, leise, wir müssten jetzt quasi hier sofort wieder raus mit der Geschichte. Und das ist dann halt das nächste Gleis, weil der käme jetzt dann hier auch zurück und müsste natürlich auch sofort wieder hier rein. Macht er wieder so krumm? Ne, das ist aber okay. Er fährt aber sehr langsam, ne? Und jetzt muss der natürlich hier rüberkommen. Ja, da ist wieder die berühmte Krümmung, aber den können wir nochmal wegnehmen hier. Der muss von hier jetzt hier rüber. Aber das macht er nicht. Macht er das vielleicht andersrum? Manchmal ist das, aber es liegt, glaube ich, an diesem kleinen Zwischenstück hier. Oder wir machen es direkt von dem abhängig hier. Da war einmal kurz, aber ist auch bauen nicht möglich. Na, das habe ich mir gedacht, dass das nicht so ganz einfach wird. Der ist jetzt auf dem falschen Gleis. Wir machen mal Folgendes. Wir machen mal das da wieder weg. Und fangen mal an, von hier rüber zu gehen. Diese Krümmung, ja. Wieso mache ich es auch nicht andersrum? Fällt mir gerade ein. Dann haben wir zwar wieder so einen kleinen Bogen. Boah, ey, Leute, das kann doch nicht sein, dass ihr so eine Krümmung hier braucht. Und dann fährt er nämlich hier raus.
So, dann könnte man nämlich das zweite Teil, was aber ein Riesenstück ist, was wir hier gerade quasi blockieren. Weil jetzt wäre die Idee, das wiederum wegzunehmen. Und dann eben, damit das angeschmiegt ist, so Richtung Neues kommen wir ja dann. Ja, kommen wir. Dass der hier quasi hier rüber fährt. Mal hier, das wird er nämlich machen. Und dann ist er nämlich hier eigentlich. Eigentlich aber auch nur. Dann macht er das nur stückchenweise. Da ist auf einmal die Krümmung zu groß. Ne, hier hat das. So, dann hätten wir jetzt hier. Na, das habe ich mir gedacht. Man darf. Man muss das eine Stück erst noch ein bisschen mehr fertig bauen. So, jetzt ist es gut. Jetzt sind die nämlich gerade. So, und jetzt werden wieder signaltechnisch, wenn du hier rauskommst, musst du hier warten. Wenn du hier drin bist, darf der wieder fahren. Der darf auch wieder fahren. Der müsste spätestens hier warten. Darf aber auch hier wieder fahren. Und hier habe ich gar nichts gesetzt. Dann machen wir den lieber dahin statt den hier. Und hier wieder freigeben. So, das wäre grundsätzlich möglich hier. Aber wie gesagt, das ist ein großes Durcheinander, was man ja grundsätzlich vielleicht auch regeln könnte, indem man hier mal jemanden unterirdisch fahren lässt oder so. Ne, geht auch nicht. Ne? Das ist ja. Einfach nur, wir wollen ja nicht da drüber, sondern wir wollen nur eine Abzweigung nutzen. Naja, wir müssen uns einfach mal in Live angucken, in Farbe und Bunt. So, jetzt müssen wir nämlich hier drüber, über unsere schön gebaute Straße. Also, wir sollten erstmal den Bahnhof jetzt setzen, damit ich weiß, wo ich ansetzen kann. Wir haben hier so das Stadtzentrum von Neuss. Und wir wollen dann nachher rüber nach Gladbach. Also müsste er mehr oder weniger gerade sein, quasi so ungefähr. Also der darf schon hier und könnte dann auch hier Güter anbauen, wenn wir hier denn. Ja, wir machen erstmal Straßen. Die Vorgeschichte. Wenn wir nämlich hier reingehen, das sind ja schon zwei, oder nicht? Auch zu Ende machen hier. Hat sich doch hier schon was gelohnt. Und wo wollten wir jetzt den Bahnhof setzen? Den wollten wir jetzt, wir kommen von da. Das wäre nämlich dann schön, wenn wir den Bahnhof genau hier dran setzen. Zack, Bahnhofsgebäude hier so dran. Da kommen wir dann schon rüber. Den würden wir übrigens dann mal viergleisig machen und 240 Meter auch. Ist schon immer sehr groß, ne? Aber besser zu groß. Also das, nachher, wenn so irgendwie so ein ICE da durchjagt, das habe ich schon mehrfach gemerkt, ist man nachher sowieso wieder am Basteln. So, ich würde das jetzt hier hinmachen. Hier so die Kreuzung nutzen. Ist das gerade? Irgendwie nicht ganz, ne? Jetzt. Oder wir nutzen hier diesen Zebrastreifen von dem Haupteingang. So, schön. Busbahnhof und so müssen wir uns gleich drum kümmern. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Hier hinten kommen wir her. Und da müssen wir die Autobahn hier, die Autobahn, das hier wegmachen. Ich weiß, das fehlt uns jetzt gleich. Aber. So, wir kommen einmal hierher. Straight ahead. Und kämen hier ja zurück. Und hätten die Verbindung nach Neuss erstmal stehen. So, jetzt müssen wir uns mal eben um diese Geschichte kümmern, weil das ist ja auch sehr wichtig, sonst haben wir kein Holz. Why bist du so krumm?
Was soll das? Du musst jetzt krumm sein. Das geht immer noch nicht. Das geht immer noch nicht mit der Taste. Ich muss die Tastenkombination noch rausholen, raussuchen. So, das ist gut. Aber nicht die Brücke. Und auch nicht ganz so steil, wenn es dann geht. Aber dann macht er keine Brücke. Sieht aber schon steil aus, ne? Das ist dann nicht richtig. So, dann wenn man das zweimal macht, dann macht er das. Gehst du schon wieder runter? Willst du dich auch sofort anschmiegen? Oh, das ist aber schön. Das gefällt mir doch. Zack. Fahrt erledigt. Sieht auch echt nice aus. So, dann ist natürlich jetzt noch die Signalgeschichte Herzschlag geben, wollte ich gerade sagen. Wir müssen nämlich, wenn rechts, ja, wenn der wieder rausfährt, muss der nämlich hier einmal rüber. Das ist die Geschichte hier. Signale, du darfst erst drüber. Ne, du musst aufpassen, wenn da jemand rauskommt. Und du darfst hier Hackengas geben. So, dann würde ich mal, bevor wir das hier machen. Da muss ich mich dran gewöhnen, an dieses Automatisieren. Ich muss nämlich jetzt sagen, dass wir das Autosig machen, 400 Meter, denn dann haben wir das auch so, wie wir wollen. Jetzt steht nämlich hier eine, oder? Haben wir das nicht gemacht? Doch, da, 400, 400. Ah ja, gut, dazwischen drin dürfte jetzt eigentlich keinen setzen, aber wenn er das halt gemacht hat, dann ist das halt so. Nicht ganz so schlimm. Hier, das war sowieso gesetzt, das Stück ist fertig. Und dann müssten wir jetzt hier bei ihm hier ihn auch nochmal wegnehmen. Und hier sagen auch nach da alle 400 Meter haben wir ja gemacht. Da ist ein bisschen unterschiedlich. Ich habe die auch schon mal auf einer Höhe gemacht. Dann ist es natürlich auch gut. Dann hat man das alles gleich. Ist aber jetzt natürlich nicht wild. So, das Stück ist fertig. Und jetzt geht das. Das hatten wir hier sowieso schon fertig. Wäre jetzt nur wieder die gleiche Geschichte mit der Autosig. So. Sind da überhaupt so viel? 400 Meter. Zack, zack, zack. Ja, und jetzt müssen wir... Ja, das passt doch. Und jetzt müssen wir dem, der kommt auf dem rechten Gleis an, der soll auf Gleis... sagen wir ihm, dass er hier rüber fahren soll. Auf dem Gleis 3 sozusagen. Würde ja bedeuten, dass er nicht hier reinfahren darf, wenn da jemand kommt. Und wenn er hier rausfährt, darf er Hakengas geben und die 400 Meter Abstand ist gewährt. So, dann müsste rein theoretisch jetzt der Zug, die kleine Bimmelbahn, wir lassen mal eine eigene fahren, würde ich in dem Fall sagen. Ja, wobei, da müssen wir natürlich auch von hier kommen. Aber das schafft der schon, der kommt jetzt hier rüber. Kommt aber nicht auf Gleis 3, deswegen müssen wir ihm hier nochmal sagen. Wieder mal die Krümmung. Nee. Das funktioniert so nicht. Müssen wir ein eigenes Stellwerk bauen. Das ist mir nämlich sonst zu kompliziert. Ach nee, wir haben ja hier oben noch einen. Ja, den können wir noch nutzen. Der fährt doch dann geradeaus, dann fährt er halt zuerst nach Neuss. Gut, das mal erstmal müssen wir eine Linie machen. Von, where is Neuss? There is Neuss. Neuss Abzweigung, nennen wir natürlich um. Die Verbindung findet er schon mal. Gleis 3 auch gefunden. Das sieht auch gut aus. Das ist auch alles doppelt. Haben wir alles richtig gemacht. So, dann ist das eigentlich schon fertig. Wie haben wir den einen genannt? RE1, ne? Dann nennen wir den erstmal jetzt RE2, aber das wird sich vielleicht noch alles ändern. Von Neuss nach Düsseldorf. So. Wo ist das? Wo ist das? Da ist das. So, und jetzt nehmen wir uns nämlich mal ein kleineres, weil wir ja noch nicht so wahnsinnig viel erwarten. Ein kleines, nettes elektrisches Gefährt hier.
Ja, hier, er nimmt, braucht 2,1 Millionen pro Jahr. Ja, nur 1,1 Millionen. Ja, wirklich ein kleines Dingelchen. Und er auch 2,1, ach, das war der. Wie viel PS hat der, beziehungsweise KW 1,3, der ist aber schon nötig. Ja, komm, ganz so. Ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten. Und was setzen wir da für Wägelchen rein? Die sind natürlich schön. Passt zu dem Rot. Die finde ich natürlich auch schön. Aber eigentlich passend zum Zug ist jetzt wirklich hier sowas Kleines. Wie sieht der aus? Naja, wie sieht der aus? Irgendwie schöner. Dann machen wir den weg. Wie viel hat der denn eigentlich? Ach, 14 Leute nur. Das ist aber wirklich wenig. Ja, aber dann sieht der schön aus, wenn er etwas größer ist. Komm, wir machen den. Oder machen wir den. Was ist der? 17 Leute. Wie sieht der aus? Und der sieht noch schön aus. So, dann haben wir den Kompromiss. Dann könnte der jetzt hier 85 Leute transportieren. Na komm, 102 geht schon, ne? Chaka. Dich würden wir auch unterhalten. Und du wirst uns unterhalten. Und du wirst jetzt diese Strecke fahren. Lucky, Lucky. Da kommt, da sieht irgendwie so schweizerisch aus. Kann das sein? Ihr seid die Experten, ich nicht. Sehr schön. Ach, ich wollte gerade sagen, wo fährst du hin? Aber guck mal, er fährt links. Warum kann das dein Kollege nicht? Guck mal, er stoppt jetzt dafür. Das ist eben die große Frage, wie viel hier die Leute hin und her stoppen. Das sollte eigentlich natürlich so wenig wie möglich sein. So, das gucken wir uns aber definitiv noch an und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um die Buslinie in Neuss. Das ist ja immer dann notwendig. Aber erstmal müssen wir sehen, was sich hier tut. Dadurch, dass er natürlich etwas lahmer ist, nimmt er natürlich die anderen auch so ein bisschen aus dem Rennen. So, jetzt kommt die Riesenkreuzung. Noch hat er keinen gestört. Da kommt einer, aber der konnte jetzt auch durchfahren. Wir machen noch mal ein bisschen schneller. Oder ist er schon? Den brauchen wir nicht so schnell machen. Sieht nämlich schöner aus, wenn es nicht so schnell ist. So, steigt hier überhaupt schon einer ein? Doch, guck mal, einer. Die Jungfernfahrt, wer ist es denn? Lieselotte Pulver fährt mit uns. Von Neuss nach Düsseldorf. Ich als Rheinbahner kann euch sagen, das war früher mal eine ganz interessante Strecke. Eine ganz alte Strecke. Der Geschwindigkeit geht's, ne? Also das andere war zu schnell. Das ist unrealistisch. Die Minute nehmen wir uns jetzt noch. Aber schön sehen die aus, die Waggons. Wo sitzt sie denn? Kann man sie eigentlich auch sehen? Auf jeden Fall nicht im ersten Waggon. Hat der auch eine Krawatte an? Ja, aber so ein Blaumann, das ist auch cool. So, die ist wahrscheinlich uneffektiv wie sonst was, aber das ist natürlich der Vorteil, wenn man jetzt ohne Money spielt. Also, da kann man schön bauen und sich sowas leisten. Der ist echt lang unterwegs. Den werden wir irgendwann austauschen müssen, ne? Das ist uns auch bewusst. Aber erstmal darf er transportieren. So, und dann macht er nämlich hier rüber in diesem nicht ganz so schön gelungenen Teil. Könnte man, wenn man hier ein paar Bäumchen zwischensetzt, Leute, dann geht das ein bisschen mehr Fantasie, bitte. Nächster Halt, Düsseldorf Hauptbahnhof. Bleiben Sie bitte sitzen, wenn das anscheinend ist ein anderes Gefährt. So. Wie viel stehen hier? Keiner. Das ist natürlich schon nicht so schön. Ab in den Bahnhof. Schön, und zurück. Ja, schön. Haben wir gemacht. Wird sich noch ein bisschen rumsprechen müssen. Aber wir müssen ja vor allem, wie ich schon sagte, jetzt auch gucken, dass wir dort hinten Busse machen. Gott, 40 Minuten, Leute. Sorry, sorry about it. Manchmal hat man die Zeit echt gar nicht im Blick. Ich sage ganz schnell danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao.